Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu EduFun, der Fuck-Up-Night mit Geschichten vom Scheitern in Bildung und Lernen. Mein Name ist Tobias Thiel. Ich arbeite an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt oder da in der Jugendbildung tätig, also der Jugendakademie Wittenberg, und mache gerade ganz viel mit dem Corona-Bildungsserver. Und ich lade euch deshalb ganz herzlich ein, weil ich glaube, dass ich einer der Mitgedankengeber von dieser Idee bin. Wir hatten noch nicht mal ganz einem Jahr eine Sitzung mit dem Projekt Netzteufel. Danke an Timo Fersermann und Christina Herbst, die dazu eingeladen hatten. Und da habe ich mit Christina Dinar darüber geredet, dass wir mehr zum Scheitern machen müssten. Und eigentlich wollte ich das zur Republika einreichen als Projekt oder irgendwas anderes. Und ja, wir haben es nicht geschafft. Aber ich habe Christina davon erzählt und Jöran haben wir dazu eine E-Mail geschrieben. Jöran muss mehr Holz. Und ich finde es ganz großartig, dass diese Idee, ohne dass ich jetzt irgendwas dafür getan habe, jetzt stattfindet, und hoffe, dass es auch weitere Fuck-Up-Nights gibt, bei denen man teilnehmen kann. Ich persönlich, mein erstes Scheitern für mich persönlich ist, dass ich nicht teilnehmen werde. Weil ich gerade daran scheitere, mein Homeoffice, mein Homeschooling, meine Familie, meine vielen tollen Projekte. Alle, die ihr in der digitalen Bildung unterwegs seid, werdet wissen, dass ihr jetzt die Chance habt, plötzlich ganz viel zu machen und dass plötzlich alle ganz viel von euch wollen. Und dass das toll ist, plötzlich Anerkennung zu kriegen für Dinge, für die ich zumindest noch vor wenigen Monaten belacht sind. Plötzlich Fördergeldgeber zu haben, die Screenshots als Teilnehmerlisten akzeptieren. Es ist großartig, aber ich persönlich bin da gerade eher am Scheitern und eher kurz davor, Corona-Elternzeit zu nehmen, obwohl ich so viele tolle Sachen machen kann. Das wäre Scheitern Nummer 1, dass ich hier nicht teilnehmen kann. Und mein Scheitern Nummer 2 ist eine Geschichte, die finde ich deshalb so großartig, weil sie eigentlich kein Scheitern ist und trotzdem zeigt, wie folgenlos Bildung sein kann. Ich habe mit Vertretern von Großstädten, die da Beteiligungsprozesse machen, einen Minecraft-Workshop gemacht und dafür extra Jugendliche organisiert in Berlin, und die haben ganz toll auch wirklich gezeigt, wie viel Spaß das machen kann. Und da waren Entscheidungsträger aus mehreren deutschen Großstädten dabei und die haben alle gesagt, das ist toll. Ich dachte, wow, jetzt hast du was erreicht. Jetzt wird sich Game-Based Learning, Game-Based Participation durchsetzen. Und dann sagten die Entscheidungsträger, wir werden ein Gremium beauftragen, was prüfen wird, inwieweit wir eine Ausbildung einrichten können, die unsere Stadtentwickler darin ausbilden, in Zukunft dann mit Minecraft oder anderen Game-Based Learning-Sachen zu arbeiten. Das heißt, wir könnten dann in 5 oder 10 Jahren nochmal auf sie zukommen. Und das war so spannend, weil alle waren begeistert. Ich hatte alle überzeugt und ich wusste, es wird folgenlos bleiben, weil wer weiß, ob das Tool in 10 Jahren noch existiert. Das war mein Beispiel vom Scheitern. Ich veröffentliche das Video jetzt auch schon vorher als Einladung an alle. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es euch ja heute Abend auch nochmal angucken. Ja, so viel von mir. Tobias Thiel von der Evangelischen Akademie in Wittenberg aus dem Homeoffice. Tschüss. Ciao.